Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Brotherhood. Und ich bin mal hier hochgeklettert und jo, hab ein bisschen was gefunden. Erstmal hier einen Schatz. Wo sind wir eigentlich? Wo sind wir eigentlich? Wir sind hier, wo immer das sein mag. Hier, das hier ist unser Unterschlupf, den haben wir das letzte Mal ja bekommen. Und was ist das Goldene hier? Schatz des Romulus. Ah, da können wir uns ein nächstes Teil für die neue Rüstung holen. Aber ich bin gerade ein kleines bisschen verwirrt, was diese Tür hier macht. Schauen wir doch mal. Oder synchronisieren wir erstmal. Nicht, dass wir dann sonst wo rauskommen. Ihr habt mich gebeten, die Helligkeit ein bisschen hochzustellen. Ah, jetzt kommt der Sound schon, okay. Sehr schön. Ihr habt mich gebeten, die Helligkeit ein bisschen hochzustellen. Mir kam es jetzt zwar nicht wirklich so dunkel vor, aber offenbar hat YouTube die Videos ein kleines bisschen dunkler gemacht. Also gehen wir mal auf Helligkeit. Stufe 6. Und hier haben wir ein kleines Ausrufezeichen bei Animus verlassen, also werden wir das demnächst mal tun. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. Sofern ich wieder mehr als 17 Frames habe. Dankeschön. Was können wir hier machen? Oh. Oh, wir sind innen. Ach, wie schön, hier gibt es einen Tunneleingang. Der ist sogar schon renoviert. Super. Und was gibt's hier so? Ach, das ist unser Versteck, okay. Okay. Hier, das sieht aus wie ein Stand von einem Doktor. Vielleicht können wir uns später hier einen Doktor klauen. Hier gibt's unsere Rüstungen. Also, das ist praktisch der Monte Regioni-Ersatz hier. Hoffentlich finde ich mich hier zurecht. Hier können wir Bilder hinhängen, okay. Das ist also die Galerie. Und was gibt's hier? Das ist wieder der Ausgang. Und was gibt's da drüben? Das ist die Waffenkammer wahrscheinlich. Ja, das hier ist die Waffenkammer. Ich habe auch einen Kommentar bekommen wie, hey, du wolltest dir doch die Armbrust kaufen. Ja, wollte ich. Aber erstmal mache ich meinen Sound ein bisschen leiser und dann sage ich euch, schaut mal links unten, da steht 5163 Florin. Das ist zu wenig. Da kostet die Armbrust ein kleines bisschen mehr. Und deswegen kann ich mir die noch nicht kaufen. Und was haben wir hier? Das scheint so eine Art Audienzsaal zu sein. Den kenne ich aus dem Trailer. Den werden wir auch noch zu sehen bekommen. Ha, ich habe auch Kommentare bekommen wie, yo, bist du sicher, dass du blind spielst, weil du hast das und das und das gewusst? Leute, natürlich spiele ich das blind. Wie könnte es anders sein? Ja, ich habe das Spiel direkt am Release gekauft und dann auch angefangen zu Let's Playen. Also es kann gar nicht blind sein. Der Grund, warum ich einige Sachen vielleicht wusste oder so, ist einfach der, dass es naheliegend war, ja? Also Sachen, die wirklich offensichtlich sind, die müssen einfach eintreten und das kann ich vorher auch schon sagen, weil das einfach logisch ist, dass diese Sachen passieren. Ja, und deswegen habe ich das gewusst. So, außerdem habe ich den Rat bekommen von euch, die netten Hauptmänner auszuplündern, weil die ganz sicher was für einen haben. Interessante Sachen. Ihr habt mir nicht gesagt, was. Finde ich auch gut. Na, komm schon. Du Leck. So, wir haben drei Aufträge. Na, kommst du da nicht hoch? Sterntaler, super. Ich wollte schon immer Sterntaler. Ihr schaut mich an. Wieso schaut ihr mich an? Was für ein Mann. Oh, da ist ein Schatz. Ja, ne? Totems. Was immer es bedeuten mag. So, dann bin ich jetzt einfach mal ganz grausam
und klick hier drauf. Animus verlassen. Nicht gespeicherter Fortschritt geht verloren. Ah ne, ich habe einen Schatz aufgenommen, also haben wir auch gespeichert. Also können wir gehen. So, außerhalb vom Animus wird meine Frameszahl wieder absolut runtergehen. Aber gut, das müssen wir eben in Kauf nehmen, dass es jetzt dann ein bisschen leckt. Und ja, ich will auch mal wissen, was da draußen so los ist. Vielleicht haben wir sogar ein bisschen was zu tun und können nicht nur quatschen. Aber wir werden es sehen. Wenn Sie eine bessere Rüstung besorgen, bekommen Sie einen maximalen Gesundheitsbonus. Super. Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten, gewinnen Sie Medaillen im virtuellen Training. Und dann drücken Sie Start und wählen im Animus-Menü aus. Bla. Genau. So, mal sehen. Willkommen zurück, Desmond. Schön hier zu sein. Und da gehen die Frames schon runter. Super. Dann quatschen wir doch mal ein bisschen. Alles in Ordnung? Ich steck nicht gerne im Untergrund fest, wenn die da draußen nach uns suchen. Du machst gute Arbeit. Hier ist es sicher. Aber für wie lange? Widdy gibt nicht auf. Niemals. Wir auch nicht. Cool. Können wir nochmal mit dir reden? Wir sprechen später. Bitte geh jetzt da rein und finde den Apfel. Wir zählen auf dich. Okay. Dann zählt mal auf mich. Ich möchte mit Rebecca reden. Warum müssen wir ständig hier unten bleiben? Abstergo sucht noch nach uns. Am besten gingen wir gar nicht mehr raus, aber dann gehen uns die Vorräte aus. Ist wie in der Höhle bei einem Platzregen. Ja, und wie ich die Templer kenne, ist hier bald tiefste Regenzeit. Warst du mal im Animus? Deine Vorfahren hatten so interessante Leben. Ich war einmal drin. War ganz schön lahm. Ja, was warst du? Eine alte Jungfer, vielleicht? Schlimmer. Ein preußischer Söldner. Stundenlang Kanonen abfeuern. Ätzend. Ja, Kanonen sind Kinderkram. Wir reden später. Ein preußischer Söldner. Sehr schön. So, und was hast du so zu tun? Leitest du immer noch die Teams da draußen? Kein Telefon. Rebecca arbeitet daran, uns online zu bringen. Seit wann machen die Mädels die ganze Arbeit? Sie ist kein Mädel. Hey! Sind wir hier sicher? Ich mache mir mehr Sorgen um die anderen Teams. Wenn Abstergo über Informationen zu den Tempeln stolpert, das wäre eine Katastrophe. Die Einzigen, die von diesen Tempeln wissen, sind hier in diesem Raum. Ja, jetzt? Aber wer weiß, vielleicht hören die uns ab und du hast gerade alles verraten. Du hast damit angefangen. Du bist paranoid, Desmond. Ah. Gute Antwort. Ich habe zu tun. Ich auch. Deswegen gehen wir auch wieder... Obwohl, schauen wir uns doch draußen noch ein kleines bisschen um. Oh, ich verstehe es echt nicht, warum außerhalb vom Animus die Frames immer so runtergehen. Es ist grausam. Und komm vor Sonnenaufgang zurück. Da sind ein Headset und eine Uhr. Die? Ja, nimm sie mit. Cool. Wir werden krass ausgerüstet. Und spawnen gleich draußen. Oh, da läuft eine Zeit. Wieso läuft da eine Zeit? Ist das die Zeit, in der ich zurück sein muss? Haben wir eine Karte? Wir haben keine Karte, also muss ich mir den Eingang merken. Wo ist der Eingang? Hier ist der Eingang. Gut. Das merken wir uns mal. Und klettern hier mal ein bisschen hoch. Oh, da sieht man noch die Treffer von den Kanonen. Hier müsste auch einer sein. Ganz genau, da ist einer. Cool. Oh ja.
Schauen wir doch mal, was es hier so gibt. Das ist eine Lampe. Das ist auch eine Lampe. Das da hinten ist der Mond. Fenster. Da kommen wir vermutlich nicht raus. Nein, da ist immer noch zu. Ich vermute mal, wir kommen überhaupt nicht aus Monteriggioni raus.